Flux FM in digitaler Gesellschaft. Volker Tripp ist, wie gesagt, bei mir im Studio. Wir sprechen über digitale Menschenrechte und Verbraucherschutz im Netz. Das ist das Thema des Vereins Digitale Gesellschaft, dem Volker angehört. Wir haben schon über die Störerhaftung gesprochen und über verschiedene andere Themen. Heute geht's um das Thema Breitbandausbau, ein Thema, das im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde und über das man aber immer noch sprechen muss, obwohl der Koalitionsvertrag vor schon relativ langer Zeit geschrieben wurde. Volker wird uns ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, beziehungsweise uns darüber aufklären, ob es denn überhaupt einen neueren Stand gibt in der ganzen Geschichte. Schönen guten Tag erst nochmal und dann direkt die Frage, wo stehen wir in Sachen schnelles Internet? Was sind denn die Pläne zunächst mal gewesen vielleicht der Bundesregierung für den Breitbandausbau? Ja, Stand der Dinge ist, dass wir in Deutschland ungefähr eine Abdeckung von 2/3 aller Haushalte haben mit Internet, was schneller als, also 50 Mbit oder schneller ist, was man so als einigermaßen schnelle Internetverbindung zurzeit jedenfalls bezeichnen kann. Die Bundesregierung möchte bis 2018 flächendeckend, also wirklich zu 100% eine Versorgung mit mindestens 50 Mbit sicherstellen. Mhm. Das sind so die Breitbandausbaupläne. Wie realistisch ist das Ziel, wenn man sich die jetzige Situation anguckt? Wie gesagt, wir stehen jetzt 2016 bei einer Abdeckung von 2/3. Also es gibt offensichtlich noch eine ganze Menge zu tun. Und der Ausblick ist momentan eigentlich nicht wirklich gut. Jedenfalls nicht so, dass wir in der Fläche eine zukunftsfeste Technologie kriegen. Eine, die auch den Anforderungen sozusagen, die sich in den nächsten paar Jahren so ergeben werden, dann tatsächlich gewachsen ist. Ja, wir haben momentan eigentlich eine Situation, in der insbesondere so der Glasfaserausbau doch sehr, sehr hängt. Und gerade die großen Telekommunikationsunternehmen eher auf so Hilfstechnologien zurückgreifen, um die alten Kupferleitungen, die jetzt die Verteilerkästen noch mit den Haushalten verbinden, so zu optimieren. Aber das klappt nur sehr bedingt. Sag ich mal. Woran liegt, dass da wenig zum Beispiel in die Glasfasertechnologie investiert wird? Weil es teuer ist. Mhm. Ja, also Glasfaser zu verlegen heißt ja tatsächlich, wir müssen den Erdboden aufmachen und wir müssen tatsächlich Leitungen verlegen. Und solche Tiefbauarbeiten, die kosten nun mal richtig Geld. Und natürlich auch so Glasfaser zu verlegen, kostet richtig Geld. Und deswegen ist es so, dass gerade die großen Telekommunikationskonzerne natürlich ein Interesse daran haben, möglichst kostengünstig sozusagen diesen Ausbau voranzutreiben. Und das machen sie mit einer Technologie, vor allen Dingen, die nennt sich VDSL2 Vectoring. Mhm. Damit kann man so die Kapazität der Kupferleitungen, die die Verteilerkästen verbinden mit den Haushalten, erhöhen, so auf 100, 200 Mbit. Mhm. Pferdefuß bei der ganzen Sache ist jetzt, mit zunehmendem Abstand zwischen Verteilerkasten und Haushalt nimmt diese Optimierungskapazität dramatisch ab. Ja, das heißt also, mit allen 50 Metern sozusagen, die dazukommen, geht es dann nochmal so 100 Mbit in den Keller. Die Kurve verläuft sogar exponentiell. Also, dass je größer der Abstand wird, irgendwann ist dieses Optimierungspotenzial komplett weg. Und ganz, ganz schädlich daran ist, diese Technologie ist wettbewerbsfeindlich. Denn wenn sie eingesetzt wird, kann an einem Verteilerkasten immer nur ein Telekommunikationsanbieter tatsächlich diese Technologie betreiben. Das heißt, der hat sofort einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen. Mit anderen Worten, das hilft, den Großen groß zu bleiben und hält die Kleinen klein. Jetzt sind 50 Mbit vielleicht zu Zeiten, in denen der Koalitionsvertrag geschrieben wurde, noch eine vielleicht relativ hohe Zahl gewesen. Mittlerweile hat aber jeder Videostream-Dienste bei sich zu Hause am Laufen. Wirklich jeder Haushalt braucht mittlerweile oder verbraucht große Datenmengen tagtäglich. Wie ist insofern diese 50 Mbit-Zahl zu bewerten heutzutage? Ja, das ist ja eine Zielvorgabe für das Jahr 2018, also noch nicht mal für den gegenwärtigen Zeitpunkt. Und es gibt konservative Studien, die sagen, der durchschnittliche Bandbreitenbedarf eines Haushalts wird 2018 bei 100 Mbit pro Sekunde liegen, für Gewerbe sogar bei 240 Mbit pro Sekunde. Und wie gesagt, es gibt auch Schätzungen, die liegen deutlich darüber. Also insofern reicht das überhaupt nicht. Man muss sich mal klar machen, so zum Vergleich, so ein Ultra-HD-Stream, wie der heute bei kommerziellen Videostreaming-Diensten eigentlich üblich ist, hat so einen Umfang von ungefähr 20 Mbit. Das heißt, mit 50 Mbit kann ich gerade mal ungefähr zwei solcher Streams gucken. In einem Mehrfamilienhaushalt alles andere als eine Seltenheit. Und dann bleibt aber keine Bandbreite mehr übrig. Ja, und es gibt noch einen weiteren Punkt, der, finde ich, ganz ausschlaggebend ist. Das ist nämlich der Zusammenhang zwischen Online-Diensten und Bandbreite. Ja, auf der einen Seite haben wir Online-Dienste, die brauchen jetzt schon eine gewisse Bandbreite und beanspruchen die. Wenn die Bandbreite wächst, dann entwickeln sich neue Dienste, die wiederum den Bandbreitenbedarf vorantreiben. Und das geht rasend schnell. Ja, in den nächsten 3 Jahren werden wir irgendwo sein, wo wir heute noch
noch gar nicht sind. Also mit anderen Worten, dieses 50 Mbit-Ziel ist viel zu niedrig gesteckt. Jetzt fragt sich natürlich der Hörer, die Hörerin, was kann da besser gemacht werden? Was für alternative Modelle gibt es vielleicht für den Breitbandausbau? Tatsächlich sinnvoll wäre tatsächlich Glasfaser in die Fläche zu bringen. Denn Glasfaser ist die zukunftsfeste Technologie. Das ist praktisch nicht begrenzt, die Bandbreite. Das Problem, was wir eigentlich haben, ist, dass die Bundesregierung auf einen sogenannten marktgetriebenen Ausbau setzt. So steht das auch im Koalitionsvertrag. Das heißt, man möchte möglichst wenig staatliches Geld investieren und die Telekommunikationsunternehmen sollen es jetzt richten. Mhm. Ja, im Gegenzug war die Bundesregierung bereit, zum Beispiel auf europäischer Ebene die Netzneutralität aufzuweichen, damit die Telekommunikationsunternehmen neue Einnahmequellen in Gestalt von Spezialdiensten beispielsweise bekommen. Das heißt also, eigentlich wird das Internet qualitativ auch dadurch schon schlechter, weil die Wahlfreiheit für Verbraucher maximal eingeschränkt. Ja, und da besteht dann auch wieder ein Zusammenhang zwischen den beiden Themen, Breitbandausbau und Netzneutralität vor allem. Exakt, genau. So, und die Telekommunikationsunternehmen sagen, ja klar, wir machen den Breitbandausbau, wenn wir diese Einschränkung der Netzneutralität bekommen, aber wir versuchen das eben möglichst kostengünstig zu machen. Also eben gerade nicht Glasfaser zu verlegen, sondern solche Hilfstechnologien wie VDSL2 Vectoring zum Beispiel einzusetzen oder irgendwo mal in der Pampa so einen LTE-Mast hinzustellen, also einen Funkmast, wo eben auch eine relativ eingeschränkte Bandbreite für den Einzelnen nur verfügbar ist und vertrösten dann so ein bisschen die Bundesregierung darauf, dass ja in einigen Jahren 5G kommen wird, also das Gigabit-Internet und so, aber da sind wir halt leider lange noch nicht. Du hast es jetzt gerade erwähnt, 5G-Anschlüsse, kabelloses Internet mit 10 Gigabit. Google will das sogar per Drohne weltweit verfügbar machen, wäre dann das Problem nicht wirklich gelöst, oder? Ja, theoretisch schon. Aber dann auch wieder mit einem großen Konzern im Rücken. Erstens mal, wenn Google tatsächlich der einzige Anbieter für so eine Technologie sein sollte, dann tatsächlich gute Nacht, denn dann sind sie eben nicht nur diejenigen, die Online-Dienste anbieten, dann sind sie auch gleichzeitig sogenannte Access-Provider, also sie stellen die Infrastruktur zur Verfügung, auf der die Daten transportiert werden. Und damit hat wirklich Google alle Nutzerdaten sozusagen. Ja, also das wäre in der Tat relativ gefährlich. Man muss sagen, diese Pläne für Drohnen-Internet, wie Google das plant, da müsste es auch noch eine ganze Menge an Rechtsänderungen geben in der Bundesrepublik, damit wir das hier machen könnten. Abgesehen davon gibt es bei 5G einen ganz wesentlichen Nachteil und das ist die Reichweite. Mhm. Ja, das ist eine Funktechnologie, die aber nur diese hohen Datenvolumen nur über eine relativ kurze Reichweite zur Verfügung stellen kann. Und das hätte zur Folge, dass wir so ziemlich nach gegenwärtigem Stand auf jedes Haus einen Mobilfunkmast setzen müssten. Diese Mobilfunkmasten müssten dann aber auch wieder mit Glasfaser angeschlossen werden und da beißt sich die Katze jetzt so ein bisschen in den Schwanz. Da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs angekommen im Prinzip. Jetzt haben wir zum Beispiel bei der WLAN-Störerhaftung darüber gesprochen, dass man sich durchaus mal an den Abgeordneten, von dem man die Adresse kennt, dass man den ruhig mal anschreiben kann und quasi darauf hinweisen kann, warum man ein Thema wie WLAN-Störerhaftung gerne nochmal auf die Agenda bringen würde. Wie kann man sich jetzt einbringen als Normalbürger, Bürgerin zu diesem Thema, zum Breitbandausbau? Ist es da auch da ratsam, sich unter Umständen an Politikerinnen im näheren Umfeld zu wenden und zu protestieren? Oder habt ihr da eine Möglichkeit aufgemacht bei der digitalen Gesellschaft? Also es ist erstmal sicherlich immer sinnvoll, sich an die politisch Verantwortlichen zu wenden. Je mehr Leute das tun, desto mehr öffentlicher Druck entsteht. Man kann eben auch hingehen und solche Vereine wie unseren zum Beispiel unterstützen, die das wiederum dann sozusagen in den Bundestag reintragen. Wir reden dann ja auch mit Leuten im Bundestag oder in Ministerien und versuchen denen eben unsere Einwände da deutlich zu machen. Man muss aber ganz klar sagen, die Telekommunikationskonzerne haben eine derart starke Lobby, dass es eigentlich für die Zivilgesellschaft schon wirklich schwer geworden ist, überhaupt dagegen anzukommen. Also mal so, um das mal in Perspektive zu setzen, beispielsweise im Europäischen Parlament kommen auf 2 Abgeordnete im Europäischen Parlament kommt ein Lobbyist der Telekommunikationsindustrie. Das heißt, die machen 24/7 nichts anderes, als sich mit der Frage zu beschäftigen, was mögen diese Parlamentarier gerne, wie kann ich die am besten erreichen, wie kann ich die für meine Ideen erwerben. Ja. Und das ist etwas, was die Zivilgesellschaft so überhaupt nicht leisten kann. Da müssten tatsächlich zivilgesellschaftliche Organisationen viel größer sein. Also da haben wir tatsächlich ein arges Problem. Das heißt im Prinzip, die digitale Gesellschaft unterstützen, euren Verein unterstützen, damit sich das Verhältnis der Lobbyisten europaweit ein bisschen verändert zum Positiven. Ja, also unserem Verein oder vergleichbare EDRI zum Beispiel in European Digital Rights ist eine Organisation in Brüssel, die wirklich gerade vor allen Dingen so im EP arbeiten, aber die haben halt einen lächerlich geringen Personalstab im Verhältnis zu dem, was eben Telcos
so auffahren können. Mhm. Ja. Dann würde ich an dieser Stelle darauf verweisen, dass man auf eurer Website mal vorbeigeht und sich darüber informiert, wie man euch unterstützen kann. Ja, klar, gerne. Das wäre zumindest ein erster Schritt, um, wie gesagt, das Lobbyistenverhältnis auch auf europäischer Ebene anzugleichen beziehungsweise zu verbessern im Sinne der digitalen Gesellschaft oder im Sinne von gesellschaftlichen Interessen. Volker Tripp von der digitalen Gesellschaft war bei mir im Studio und wir haben ein bisschen über den Breitbandausbau gesprochen. Vielen Dank fürs Gespräch. Wir sehen uns nächste Woche schon wieder. Weißt du schon, welches Thema wir da besprechen werden? Na, schauen wir mal. Ist viel in Bewegung. Ja, sehr gut. Und wer noch weitere Informationen braucht oder sich eben auch unterstützend einbringen möchte, der geht auf digitalegesellschaft.de. Vielen Dank, Volker.